und nach den Studierenden-Weltmeisterschaften im Taekwondo und im Rudern ist die im Kanu-Rennsport die nächste. Hier der einer Kanadier der Männer über die 1000 Meter auf Bahn 1 von den Gastgebern Nenad Mikovic aus Serbien. Schon Sechster und Siebter bei den Weltmeisterschaften, also einer, der da durchaus reichlich Erfahrung hat. Auf der Bahn 4 Jewgeni Suklin aus Litauen, der WM-Sechste 2006 über die ganz kurze Distanz, über die 200 Meter, auch er einer der Favoriten in dieser technisch ja so anspruchsvollen Disziplin, und er führt auch nach den ersten 250 Metern vor dem Russen Andrei Ganin, und auf Position 3 Janis Harasha aus Weißrussland. Mit der Nummer 4 auf dem Kanadier auf dem Boot, das ist der Litauer. Und neben ihm auf der 3 der Weißrusse, der dagegen hält. Aber der Mann auf der Bahn 5 aus Ungarn, der Weltmeister 2007 im Vierer Kanadier über 200 und 500 Meter, Pal Saroudi, auch er ist natürlich einer, der hier bei dieser Studierenden-Weltmeisterschaft, der dritten, die es im Kanu-Rennsport überhaupt erst gibt, einer der Medaillenaspiranten. Und nach 500 Metern, nach der Hälfte der Distanz, liegt er auch schon auf Platz 3. Im nächsten Jahr, im Juli, wenn hier die Universiade, die Jubiläumsuniversiade ausgetragen wird, wird der Kanu-Rennsport zum ersten Mal zum Wettkampfprogramm gehören. Deswegen diese Titelkämpfe ja unter einem ganz besonderen Stern. Allerdings vor 2 Wochen beim Rudern, da sah man auch sehr, sehr viele Olympioniken, die hier noch einmal um Medaillen kämpften, sozusagen als Saisonabschluss. Beim Kanu-Rennsport ist das nicht so sehr der Fall. Da haben die meisten Nationen dann diejenigen geschickt, die nicht in Beijing bei Olympia dabei waren. Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband Kanadier hat übrigens keine Athleten geschickt. Liegt nicht daran, dass wir in Deutschland keine erfolgreichen Athleten und Athletinnen im Kanadier haben, aber daran, dass die meisten davon nicht studieren, sondern bei der Bundeswehr oder bei der Polizei sind. Also hier bei den Studierenden-Weltmeisterschaften nicht startberechtigt sind. Janis Harasha aus Weißrussland. Auch er hat den ganz großen Durchbruch in der Nationalmannschaft noch nicht geschafft, aber deutet hier sein Potenzial an. Die Witterungsbedingungen zwar kalt, aber sehr, sehr faire Bedingungen. Damit gute Voraussetzungen für einen hochkarätigen Wettkampf. Das Bild da, das täuschte natürlich etwas. Das verzerrte 1000 Meter. Und am Ende rettet Jewgeni Suklin aus Litauen eine halbe Länge Vorsprung. Hinter ihm dann Janis Harasha aus Weißrussland. Pal Saroudi aus Ungarn sichert sich die Bronzemedaille. Das ist er, der Goldmedaillengewinner der Studierendenweltmeisterschaft, Studentenweltmeisterschaft. Zum Nachlesen, die Zeiten, durchaus sehr ordentliche Zeiten. Also